Ja, guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV der US-Märkte. Wir wollen uns hier heute dem S&P 500 widmen, der sich ja hier zunächst während des Tages in einem Bild zeigte, was hier durchaus konstruktiv schien. Wir hatten das auch hier entsprechend gecovert am frühen Nachmittag. Zum einen hatten wir hier positive statistische Pattern-Daten, die hier auf eine Erholung schließen ließen. Nachdem sie doch hier eben einen Test des Bereichs von 1191 geben könnte, hätte können. Aber wie auch schon in der Bewertung angemerkt, wenn denn hier News angesagt sind und für heute galt es eben hier das Thema 16 Uhr ins Auge zu nehmen, war ganz klar, dass hier zusätzliche Impulse vom Markt, von der Marktseite zu erwarten sind. Und ja, wir wissen, der US-Einkaufsmanager-Index stand an und dieser ist überraschend schwächer ausgefallen. Und insofern widmen wir uns jetzt hier gleich mal dem Realtime-Chart zur aktuellen Situation. Der S&P 500, also hier, das ist die 16-Uhr-Kerze. Kurz davor war hier noch im Bereich der Unterstützung. Das holen wir uns jetzt direkt nochmal sehr schön hier im Stundenchart-Intervall vom S&P 500 auf den Schirm. Testete eben hier diesen Support-Bereich um 1190, 1191. Dann gab es die News, die waren schlecht. Es gab hier einen Spike nach unten, hier im Tagestief 1980,50. Dann schnellte das Ganze hier nach oben und wir sehen hier eine Hammerkerze. Der Markt hat praktisch die schlechten News in einer ersten Bewegung nach unten abverkauft. Dann jedoch im Sinne der Relativierung des Ganzen haben wir jetzt eine Hammerkerze gesehen, die dann hier nachfolgend eine sehr, sehr triumphale Kerze mit neuem Tageshoch in Erscheinung brachte. Und die Situation jetzt eben die, dass wir diese Hochs, diese starke Reversal-Bewegung, diese Hochs erneut wieder einem Abverkauf gegenüber sehen. Und jetzt ist die Situation hier, dass wir wieder an diesem Unterstützungsbereich stehen, der heute hier durch diese hammerartige Kerze bestätigt worden ist. Und jetzt, ja, aktuell brandheiß zur heutigen späten Stunde. Wir haben jetzt hier noch gut 2 Stunden, 2 Stunden, 13 Minuten US-Handel und hier könnte sich jetzt eine spekulative Long-Chance ergeben, sofern der S&P eben hier nicht unter 1990 fällt per Stundenschluss. Wir sehen hier, der Stundenschluss 1600 war 1992, also idealerweise bleiben wir sogar oberhalb dieses Niveaus 1192. Und wenn es denn jetzt dazu kommt, dass wir hier wirklich ein Reversal sehen, dann hätten wir hier in den nächsten 1, 2 Handelsstunden in jedem Fall Potenzial, zumindest die heutigen Tageshochs anzusteuern und dann werden wir wieder hier über der Marke von 2000 Punkten und das in aller Deutlichkeit. Dann darf man auch wieder hergehen und hier nach Möglichkeit Resistance Level ausfindig machen. Ja, wir haben ja einerseits diesen kurzfristigen Abwärtstrend, diese rote Linie, das haben wir auch hier in der Analyse im Sinne eines Abwärtstrendkanals schon dargestellt. Wenn wir hier mal kurz spiegeln, das Ganze stellt sich wie gesagt dann dementsprechend dar. So. Und da eben jetzt die Situation, wenn wir hier die heutigen Tageshochs nochmal anmarschieren, dann haben wir hier oben ja 2015, 2013, dann hier die nächste Zone, die eben dann hier erstmal geknackt werden muss. Das wird heute sicherlich nicht passieren, aber wenn es zu einem Reversal kommt, wären morgen die Chancen für einen möglichen Ausbruch als sehr gut anzusehen. Kommt es nicht dazu, und das ist natürlich hier sehr, sehr eindrucksvoll, was wir hier von der Diskrepanz zwischen USA und Deutschland bzw. Europa derzeit haben. Die US-Amerikaner natürlich hier in der Not einer Leitzinserhöhung dieses Jahr entgegenzublicken. Quantitative beendet im letzten Jahr. Nun, und Europa und Japan machen das ganze Gegenteil. Also hier haben wir natürlich von der quantitativ liquiditätsausgerichteten Maßnahme sicherlich ein positives Sentiment in Europa. Und das sehen wir hier tatsächlich auch an den Indizes, zudem eben der starke Dollar unlängst auch die Quartalszahlen einiger Unternehmen schwer belastete, bis auf Apple. Da sahen wir eben hier den Mega-Rekordgewinn. Insofern muss man abwarten, was passiert in den nächsten Tagen und Wochen. Letztlich wird es spannend. Hier aktuell, wie gesagt, diese Unterstützung elementar für den S&P. Gehen wir nämlich darunter, dann muss man ganz klar sagen, bleibt dieser Abwärtstrend intakt, dann ist dieser bestätigt. Und wenn wir das per Wochenauftakt, sprich Montag, heute Handelsschluss sogar sehen, dass wir hier Preise unterhalb von 1990 haben, dann muss man hier durchaus nochmal einen schönen Zoom nach draußen ziehen. Und dann haben wir hier die Tiefs von Mitte Januar, Bereich 1977, das ist auch hier eine Supportlinie, beziehungsweise dann hier von Mitte Dezember, Bereich 1970 als nächstes auf der Uhr stehen. Das ist ganz, ganz stark anzunehmen, wenn wir hier jetzt signifikant diese Hammerkerze heute relativieren. Insofern die nächsten 2 Handelsstunden sehr, sehr interessant. Warten wir ab, was geschieht. Wenn Sie noch einen gewissen Einzeltitel analysiert haben wollen, dann geben Sie hier ruhig Bescheid. Im JFD Brokers Livestream können Sie dort
unter die Ankündigung von heute, dass wir hier diese Abendsendung starten, ruhig einen Wunschtitel, eine bestimmte Aktie aus den USA benennen, die wir dann hier nochmal extra in die Beschau nehmen. Spätestens morgen werden wir die dann auf dem Desk darstellen. Das als kleiner, als kleines Gimmick. Wenn Sie mögen, schreiben Sie einfach Ihren Wunschtitel dort rein. Ansonsten, wie gesagt, hier S&P 500 in einer heißen Phase. Schauen wir uns jetzt abschließend nochmal kurz die FTSE-Logik an, die eben heute auch hier neben dem bullischen Tagespattern auch hier eine sehr, sehr schöne Entwicklung eigentlich erahnen ließ. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass eben auch solche statistischen Pattern-Daten nicht immer funktionieren müssen, sondern auch nur hier praktisch eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufweisen. Und die zeigt eben heute hier ganz klar nicht in die Richtung des angedachten Verlaufs. Sprich, wir hätten hier Höchstkurse sehen können. Jetzt können wir das Ganze nochmal justieren auf den aktuellen Kursverlauf. Das ist ganz interessant. Das war praktisch heute angedacht, dass wir direkt hier positiv reinkommen und das Ganze ausbauen können. Fassen wir das jetzt der aktuellen Kursgeschehnissen oder den aktuellen Kursgeschehnissen an, dann sehen wir hier jetzt aktuell eben auch die Chance nach der FTSE-Logik, auch wenn es einen verschobenen Auftrag gab, hier durchaus eine Erholung zu starten. Also ich gebe den S&P 500 noch nicht auf, wenn die Marke von 1990, 1992 hält, dann sieht das hier ganz gut aus, dass wir doch noch nach oben driften. Unterhalb dessen, da gehen natürlich dann die Lichter aus und die Bären haben hier den Vorteil auf ihrer Seite. In diesem Zusammenhang wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Schauen Sie rein, was die Märkte noch machen. Ansonsten morgen auf jeden Fall noch einiges Neues wieder auf dem Desk. Einige Feinheiten lassen sich überraschen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und beste Grüße. Bis dann, Kamera.